Die meisten von uns sind sicher schon mal in Kontakt mit Replica-Produkten gekommen. Für diejenigen, die es nicht wissen, was es damit auf sich hat, eine kurze Erklärung. Bei vielen teuren Produkten bezahlt man schlichtweg die Marke. Die meisten können sich deshalb beispielsweise eine Rolex niemals im Leben kaufen. Firmen aus zum Beispiel China haben sich deshalb illegalerweise zur Aufgabe gemacht, die optisch gleichen Produkte zu produzieren, selbstverständlich für einen viel niedrigeren Preis. Natürlich lässt die Qualität dann zu wünschen übrig, doch das scheint vielen egal zu sein. Eine schicke Uhr am Handgelenk, die normalerweise fünfstellig kostet, für nur wenige Euros auf dem Schwarzmarkt. Manche Fälschungen sind heutzutage sogar so gut, dass nur Experten hinter das Geheimnis kommen. Ein Mann aus Polen hat eine wirklich beeindruckende Fälschung hinbekommen. Er hat einen Supersportwagen mit eigenen Händen nachgebaut. Zugegeben, in Deutschland wäre so etwas nicht im Ansatz möglich. Für einen Replikawagen eine Zulassung oder gar einen TÜV zu bekommen, ist fast unmöglich. Doch es geht um den Willen, die Einsatzbereitschaft und die Kraft, die in den fertigen Kunstwerken von Jacek Mazur wiedergespiegelt werden. Der Pole saß ganze 8 Jahre lang an seinem Wagen und hat es mit wenig Geld geschafft, ihn fertigzustellen. Er wollte einen McLaren F1 für wenig Geld erschaffen. Seine Verwandten und Freunde mussten ihn dafür unter die Arme greifen. Anfangs schien es aussichtslos, auch wenn er bereits einige andere Sportwagen nachgebaut hat. Es sollte sein Lebensprojekt werden und nach ganzen 8 Jahren voller Arbeit stand er letztlich wirklich da und ist kaum vom Original zu unterscheiden. In Wirklichkeit kostet der Wagen etwa 5 Millionen Euro, doch er hat gerade einmal knapp 20.000 Dollar in die Materialien gesteckt. Die Jahre harter Arbeit darf aber trotzdem nicht vergessen werden. Genau wie beim McLaren-Vorbild kam sogar noch ein BMW V12-Motor zum Einsatz. Glaubt man nun dem Tüftler, dann schafft sein nachgebauter F1 eine Höchstgeschwindigkeit von 322 km/h, was wirklich beeindruckend und sicher ein echter Blickfang auf der Straße ist. Das war's auch schon. Was ist eure Meinung zu Replica-Produkten? Seid ihr schon mal in Kontakt mit solchen Produkten gekommen und stimmte die Qualität soweit? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu bewerten oder mit euren Freunden zu teilen. Außerdem könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!